Willkommen bei PC Games Hardware zu neuen Intel I.O. Hubs. Das heißt, so neu sind sie eigentlich nicht mehr. Ja, Intel hat sich schon im Januar vorgestellt und einige haben vielleicht schon gefragt, wo bleibt das große Aufklärungsvideo? Warum verrät uns niemand was zum B760 und H77? Nun, zum einen stimmt es nicht, dass wir euch nichts verraten haben, auch nicht auf dem YouTube-Channel, im Heft hatten wir sowieso mehr, denn ich habe euch schon im September diese Folie hier gezeigt und da war der B760 drauf und tatsächlich waren meine Vorhersagen auch komplett richtig, denn wie ich damals schon beschrieben habe, Intel hatte versehentlich schon im Januar 2022 die Spezifikation selbst geleakt. Das brachte mich im Januar so ein bisschen vor das Problem, was soll ich euch eigentlich Neues erzählen? Nochmal das gleiche Diagramm? Wäre ein bisschen langweilig gewesen, deswegen habe ich Intel gefragt, habt ihr vielleicht so ein bisschen Präsentationsmaterial, damit ich das meinen Zuschauern schön rüberbringen kann. Und ja, mit viel Verzögerung kam dann von Intel das hier. Wie ihr seht, das ist allgemein 700. Da gibt es eine kleine Seite neuerdings drin zu H77 und B67. Man kann offensichtlich mit pastellfarbenen Kopfhörern auf bläuliche Monitore damit schauen. Das wollte ins Intel mitteilen. Aber es gab nicht mal ein spezifisches Blockdiagramm, sondern diese Maximalangaben, die ihr seht, sind alle vom Z790, weil der natürlich die kleineren IO-Hubs in jeder Hinsicht übertrifft. Und ja, damit bin ich dann doch wieder bei meinen wunderbaren Übersichten gelandet für diese Präsentation. Aber ich habe einen anderen Anlass gefunden, warum ich euch das jetzt zeigen kann, nämlich die Boards sind endlich bezahlbar geworden. Das hier ist das erste Board, oder zumindest ist bei mir aufgefallen, ist, dass tatsächlich sogar ein Tick billiger ist als ein B660-Vorgänger. Tatsächlich ist es mit knapp über 150 Euro derzeit das günstigste B-Board für den Sockel 1700 überhaupt. Und wir haben mit B760 jetzt drauf. Was genau das kann, können wir uns später nochmal angucken. Erstmal zur Theorie, was hat es mit diesen IO-Hubs auf sich? Grundsätzlich gilt natürlich wie bei allen IO-Hubs, sie ergänzen als Schnittstellenvervielfältiger die CPU. Das heißt, ihr habt eine Alder Lake oder Raptor Lake CPU, die Boards sind voll abwärtskompatibel. Umgekehrt sind ältere auch voll aufwärtskompatibel, man braucht jedenfalls nur ein BIOS-Update. Ihr habt die CPU, die stellt wie üblich ihre PCI Express Lanes zur Verfügung für die Anbindung der Grafikkarte, die ersten 16 Lanes in der Regel. Die können auch PCI Express 5.0, muss aber nicht bei jedem Board umgesetzt sein. Weitere 4 Lanes von der CPU werden für gewöhnlich für die primäre M2 SSD genutzt und danach beginnen dann die zusätzlichen Schnittstellen vom eigentlichen IO-Hub. Ich habe meine Darstellung gegenüber der September-Ansicht ein bisschen geändert. Also ich präsentiere euch jetzt jede Plattform mit 2 M2-Slots, weil die mittlerweile so eigentlich jedes Mainboard, zumindest in der auf minimal oberhalb der absoluten Low-End liegenden Klassen, mindestens 2 M2-Slots hat. Das heißt, die habe ich schon mal so als Beispielkonfiguration verbucht. Dann dazu hinter USB und SATA-Ports, die gibt es natürlich auch weiterhin. Und darüber hinaus haben alle IO-Hubs noch ein paar PCI-Express-Lanes extra, oder fast alle haben das. Die könnte man zum Beispiel in noch weitere M2 investieren, die kann man in Erweiterungsslots natürlich investieren, Onboard-Zusatzcontroller etc. Das gucken wir uns jetzt nochmal alles im Detail und vor allem im Vergleich an, welcher IO-Hub bietet wie viel. Der erste Vergleich ist aber natürlich ganz naheliegend. Wie schlägt sich der B770 gegen seinen Vorgänger B660? Und wenn ihr euch die beiden Diagramme anguckt, dann seht ihr schon, die sehen sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Und tatsächlich hat sich nur an 4 IO-Ports überhaupt was getan. Nämlich Ports, die bislang PCI Express 3.0 maximal beherrschten, können jetzt auch 4.0 Geschwindigkeit. Minimale Änderung hat aber den großen Vorteil, dass man jetzt neben 2 M2-Ports mit 64 Gigabit pro Sekunde auch noch zum Beispiel einen X4-Slot auf den Boards unterbringen kann. Bislang war das immer eine Entweder-Oder-Frage. Die primäre M2 SSD hat man mit voller Geschwindigkeit angebunden und dann kann man entweder noch einen sekundären Slot mit voller Geschwindigkeit oder einen Erweiterungssteckplatz mit voller Geschwindigkeit machen. Aber nicht beides. Beim B660, beim B760 geht das jetzt. Weitere Vergleichsobjekte, die sich anbieten, sind natürlich der nächst kleinere IO-Hub, wenn ihr sagt, das ist mir immer noch zu teuer. Wie gesagt, 150 Euro ist aktuell der Einstiegspreis. Gibt es natürlich den H610 von Intel, weil der hat keinen Nachfolgerpunkt. Es gibt also keinen H710. Das hat Intel im Low-End-Bereich auch schon häufiger so gemacht, dass die einfach über die gesamte Lebensdauer eines Sockels durchgelaufen sind. Leider ist das Ding aber halt immer noch eine absolute Krücke. Es darf die 17. bis 20. Lanes der CPU nicht benutzen. Es hat selbst nur PCI Express 3.0. Das heißt, wenn man hier tatsächlich das voll in 2 M2 SSDs investieren würde, wäre schon fast die gesamten Ressourcen aufgebraucht. Man kann damit kein Board mit Ausstattung machen. Man kann damit eine CPU zum Laufen bringen und das war's. Ende Geschichte. Immerhin im Gegensatz zu den AMD Low-End-Sachen, zumindest im Sockel AM4, im AM5 gibt es das ja noch gar nicht, erlaubt Intel die volle Lane-Geschwindigkeit für die Grafikkarte. Aber das ist natürlich ein absoluter Marketing-Slogan nur, denn kein, oder ich glaube quasi kein Boardhersteller leistet sich in dieser Klasse
so billig wie möglich, die nötige PCB-Qualität, um auf 5.0 Geschwindigkeit zu erreichen. Das heißt, solche Boards haben eigentlich fast immer nur PCI Express 4.0 Slot. Deswegen blenden wir den mal direkt auf, lassen die ein bisschen nachrutschen und von unten AMDs Gegenstück, den BC650E für ARM 5 in den Vergleich einfließen. Da wird es schon deutlich spannender. Wie man sieht, von der Gesamtportanzahl her hat AMD gegenüber der Intel-Mittelklasse nur einen geringen Vorteil. Es sind zwei Ports mehr, aber es erklärt sich vor allen Dingen dadurch, dass der B650 sehr viel USB hat, beziehungsweise dass die CPU eben in der ARM 5 Plattform nochmal 4 USB-Ports zusätzlich bereitstellt. Betrachtet man sich jetzt mal einfach bei beiden Plattformen alle I/O-Ports über 5 Gigabit pro Sekunde, also über USB 3.0, dann hat AMD erstmal nur einen kleinen Vorteil. Sie haben insgesamt 2 Ports mehr. Aber wenn wir uns die Eigenschaften der Ports selbst angucken, sieht man schon, da gibt es deutlich größere Unterschiede. Bei AMD geht das nämlich vor allen Dingen darauf zurück, dass ARM 5 CPUs zusätzlich zur Ausstattung des I/O-Hubs 4 USB 3.1 Ports bereitstellen. Und das machen Intel CPUs halt nicht. Das heißt also, AMD hat weniger PCI Express insgesamt in der Mittelklasse als Intel, aber deutlich mehr USB. Das ergibt in der Summe insgesamt etwas mehr. Qualitativ muss man sagen, sind sie bei USB formell im Rückstand, denn sie haben nur einen USB 3.2 Port. Der B650 kann kein zweites Mal USB 3.2 nativ bieten. Der B760 dagegen könnte das, genauso wie der Vorgänger B660, allerdings mit dem kleinen Schönheitsfehler, dann hätte er gar keine USB 3.1 Ports mehr. Und da man ja irgendwo nochmal so ein Typ A 3.1 auch anbieten möchte mit voller Geschwindigkeit, nutzt diese Fähigkeit meines Wissens nach kein einziges Mainboard aus. Vielleicht gibt es irgendwo ein Mini-PC, also ein OEM-PC oder so, der es dann halt vorne und hinten anbietet. Aber es macht keinen Sinn, alle 10 Gigabit USB-Lanes in 3.2 Ports, die jeweils 2 davon brauchen, zu investieren, wenn man dann einen USB 3.1 Zusatzcontroller noch einbringen muss, dann kann man das auch eben so gut umgekehrt machen. Das geht dann auch bei AMD. Deswegen also hier auch auf der Nachteil auf dem Papier von AMD in der Realität einfach nicht gegeben, sondern Intel bei USB klar unterlegen. Intel natürlich auch bei der PCI Express 5.0 Menge unterlegen, denn die CPUs bieten ja weiterhin nur 16 Lanes mit der Geschwindigkeit für die Grafikkarte, da es noch keine Grafikkarten gibt, die den Standard unterstützen, während AMD nochmal bis zu 8 zusätzlich hat. Auch die sind nicht immer umgesetzt, genauso wenig wie die, je nach Boardpreisklasse, die auch M2 SSDs mit 5.0 anbinden können. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch schon die ersten Testmuster in der Redaktion. Wir rechnen nicht damit, dass es ein Spiel einen Unterschied macht. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, man will eine zukunftstaugliche Plattform haben, dann ist natürlich der Sockel ARM 5 dem Sockel 1700 einen Ticken voraus. Und das gilt auch in der B-Klasse. Nach hinten raus, die Ausstattung mit PCI Express Lanes relativ ausgewogen dann. Also AMD versorgt einfach die ersten beiden M2 SSDs über die CPU mit. Das heißt, Sie können sich erlauben, dass der B650 nur 8 4.0 Lanes hat, während der B760 insgesamt 10 bietet, aber der muss davon halt auch noch Teile Aufgaben übernehmen, die beim Sockel ARM 5 die CPU gemacht wurde, weil die 1700er CPUs können es halt nicht. Dafür hat der B760 aber zusätzlich auch noch 4 3.0 Lanes. Man kann sagen, das ist ja uralt und stinkt lahm, aber sowas wie ein LAN-Controller, wenn man halt einen USB 3.1 oder 3.0 Controller zusätzlich brauchen für mehr Ports, dann gibt es, finde ich, eigentlich immer was mit 3.0 Vorkommen ausreichend bedient ist. Auch WLAN zum Beispiel braucht einfach nicht mehr Geschwindigkeit. Das heißt, im Prinzip ist das so ähnlich wie, wenn ihr am I/O-Panel noch USB 2 Anschlüsse habt, dann schließt ihr halt einfach die Maus und Tastatur an, damit die schnelleren frei bleiben. Genauso gibt es das intern bei Intel. Es gibt noch ein paar PCI Express 3.0er, die kann man für die ohnehin langsamen Geräte benutzen und hat dann die 4.0er für eigentliche Anwendungen frei. Da also relativ ein Gleichstand zwischen AMD und Intel letztendlich, was die PCI Express Ausstattung der Boards angeht, wenn die CPU-Ressourcen nicht voll umgesetzt werden. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, es gibt auch noch einen Preisunterschied zwischen den beiden B-Modellen. Während das hier, wie gesagt, bei 150 Euro startet und relativ gut ausgestattete Boards schon so bei 200 Euro liegen, geht es hier mit der vollständigen Umsetzung eher so bei 250 Euro los. Und wenn ihr noch einen richtig guten Sound und so weiter haben wollt, kann B650 Board für AMD ARM 5 auch mal über 400 Euro kosten. Also kurz gesagt, das Ding ist eigentlich eine Klasse höher angesiedelt. Es ist auch kein Wunder, dass es überall unterlegen ist. Gucken wir deswegen nochmal in die Gegenrichtung, den Vergleich. Was euch vielleicht auch bekannter ist, nämlich AMDs alte Mittelklasse und High-End für Sockel ARM 4, der B550. Und der X570. Und wenn man sich das anguckt, dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass B760 nicht zuletzt natürlich durch die PCI Express 5.0 statt der CPU, aber auch durch schnelles USB, die haben halt überhaupt mal USB 3.2 und auch mehr 4.0 Lanes gerade im Vergleich zum B550 deutlich mehr bietet. Mit dem X570 kann natürlich bei 4.0 Lanes nicht ganz mithalten. Muss man auch sagen, ein X570 Mainboard mit 5 Giga Ausstattung hat meistens auch so um die 200, 250 Euro gekostet. Das heißt, da ist man in einem Bereich,
wo man bei B760 eigentlich schon immer PCI Express 5.0 Unterstützung mit an Bord hat. Und dann ist halt die Frage, will man Masse oder will man Klasse? Nüchtern betrachtet oder objektiv einfach alles aufgerechnet, wenn man die Gesamtbandbreiten anguckt, ist definitiv die aktuelle Mittelklasse von Intel, der ja nun mittlerweile fast vier Jahre alten Oberklasse von AMD überlegen. Keine Schande, aber muss man halt auch mal gucken, dass sich die Zeit weiterentwickelt hat. Verlieren wir der Form halber noch ein paar Worte über die aktuelle Oberklasse bei Intel, denn Intel hat bekanntermaßen ein deutlich feiner aufgefächertes Portfolio oder man könnte auch sagen, sie versuchen in jedem Bereich noch ein paar Euro mehr rauszuquetschen, je nachdem, was positiv oder negativ sieht. Das heißt, zwischen den Top-Modellen mit den Z-IO-Hubs, die mit AMDs X-Modellen konkurrieren sollen, und der B-Klasse, hier habe ich nochmal den B650 übernommen, gibt es noch H670 bzw. jetzt eben H770. Am ehesten kann man die mit den Z-Modellen vergleichen, denn es fehlen im Prinzip einfach nur nach hinten raus ein paar der Lanes, die ein Z-IO-Hub bietet. In dem Sinne kein großer Verlust, denn die meisten günstigen Z790 oder auch Z690 Mainboards nutzen die Ressourcen schon gar nicht mehr vollständig aus, einfach weil die Implementation auf der Platine ja auch Geld kostet. Wenn die Platine günstig bleiben soll, da hat man wahrscheinlich eine Zielgruppe, die einem 10, 15, 20 Euro Aufpreis beim Board eher übel nimmt, als wenn der fünfte M2-Slot fehlt. Das heißt also, günstige Boards mit diesen IO-Hubs blenden hier einen Teil von eh schon aus und bei den H-Modellen fehlt er einfach komplett. Eigentlich sehen auch gute Angebote, sowohl H76 wie auch H770. Unterscheiden tun sie sich auch die beiden nur durch vier zusätzliche 4.0 taugliche Lanes bei der 700er Generation, hat also nicht viel getan. Das Grundproblem ist leider weiterhin in der Vergangenheit, sie sind nicht für Übertaktung freigegeben. Das heißt, hiermit könnt ihr beliebig tunen, könnt CPU-Multiplikatoren verwenden, hiermit könnt ihr nur beim RAM ein bisschen selbst Hand anlegen. Für Leute, die gar nicht übertakten wollen, wäre das natürlich jetzt eigentlich okay. Aber der zweite Pferdefuß ist, da sie fast so gut ausgestattet sind wie ein günstiges Z-Modell, kosten sie auch fast so viel. Teilweise liegt der Preisunterschied bei weniger als 10 Euro. Und deswegen habe ich schon sehr lange kein H-Modell mehr gefunden, wo ich sagen konnte, das konnte ich wirklich jetzt für einen Spielerechner so empfehlen. Wenn man einfach nur einen Arbeitsrechner ein paar Euro sparen will und sagt, ich übertakte eh nicht und habe halt zum Beispiel viele M2-Laufwerke drin, dann findet sich immer mal wieder ein gutes Angebot mit H-IO-Hub. Aber im Allgemeinen sind die Nachteile einfach im Tuning-Bereich sind eigentlich schwerwiegender als die Unterschiede bei der Ausstattung. Und entweder man braucht Z, weil man übertakten will, oder man kann eigentlich gleich beim B760 bleiben, der natürlich auch nicht freigegeben ist. Zur Form halber kann ich auch noch mal zeigen, wie sich das dann ganz nach oben hin angreift. AMD X670 ist natürlich noch über Intels Z-Modellen angesiedelt. Da hat man auch endlich bei AMD nativ zweimal USB 3.2, wenn es umgesetzt wurde vom Mainboard-Hersteller. Aber ja, wenn man hier bei den H.70er Intel-Boards so 200 bis 250 Euro Bereich ist, ist man hier unten halt dann auch ganz schnell mal 400 Euro oder mehr los. Bei den Top-Modellen gibt es, glaube ich, auch mittlerweile vierstellige Preise. Aber wir wollen hier nicht von Boards reden, die sich eh keiner leisten kann, sondern von der Intel-Mittelklasse. Hier mal als Beispiel das Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Der Name verrät schon ein weiteres allgemeines Feature des Socket 1700, dessen CPUs, die können alle auch mit dem alten Speicherstandard umgehen. Ob das Sinn macht, hängt stark von der Preisklasse ab und was man vorher schon hatte. Wenn man von einem, ich sag jetzt mal Skylake-System oder auch einem frühen Sockel ARM4-System, Ryzen 1000 oder so aufrüstet, dann wird man wahrscheinlich DDR4 mit 2600 oder vielleicht sogar noch langsamere Einstufung haben. Das ist natürlich eine ziemliche Bremse, wenn man das mit neuen CPUs kombiniert. Halbwegs konkurrenzfähig zu DDR5 wird es erst, wenn man deutlich über die spezifischen DDR3200 hinausgeht. Also bei denen hat man in wirklich RAM-lastigen Szenarien teilweise schon 20-25% in Spielen wohl gemerkt, Rückstand auf ein DDR5-System. In meisten Fällen wird man natürlich nicht RAM-limitiert sein, sondern vor allen Dingen eher GPU-limitiert, manchmal auch CPU-Kern-limitiert. Aber wenn es wirklich im Speicher geht, würde ich sagen, richtig lohnt tut sich DDR4 erst, wenn man schon 3800er oder 4000er RAM rumliegen hat. Das heißt, das sind also vor allen Dingen Leute, die von Ryzen 3000 aufrüsten und nicht auf den 5000er X3D gegangen sind. Für die sind DDR4-Boards sehr interessant. Alle anderen sollten mit der spitzen Feder rechnen, ob sie nicht lieber die DDR5-Variante, die es natürlich auch von diesem Board gibt, leider etwas teurer, kaufen und dazu neuen Speicher, denn nochmal neuen DDR4 für ein Raptor Lake oder Alder Lake System anzuschaffen, das finde ich bei den aktuellen DDR5-Preisen nur noch sehr selten die richtige Wahl. Aber gucken wir uns die Ausstattung des Boards selbst an. Wie gesagt, das hier ist das derzeit günstigste B-Modell, das ihr am Markt bekommen könnt. Deutlich billiger natürlich dann auch als AMDs B650er Konkurrenz. Und zu meiner Überraschung sind sogar die Micro-ATX
B660 und B67 Platinen im Moment einen Ticken teurer als dieses, dieser Preisbrecher, sage ich jetzt mal, für ja, knapp über 150 Euro. Was bekommt man dafür? Nun deutlich weniger natürlich als der I.O. Hub an sich verspricht. Ich kann mal die Rückseite zeigen. Aufmerksame Zuschauer wissen schon, wenn der Grafikkartenslot in Zuhauerbauweise und nicht als SMD, also mit planer Rückseite ohne Kontakt gebaut ist, dann ist hier mit ziemlicher Sicherheit PCI Express 4.0 am Werk. Und das ist auch so, ihr habt also keinen PCI Express 5.0 Slot, sondern im Prinzip das Ausstattungsniveau, das ja bis zur Alder Lake Einführung vor anderthalb Jahren als High-End galt, mittlerweile aber eben dann doch eher Mittelklasse ist mit weniger Reserven für die Zukunft. Was leider ebenfalls fehlt, ist USB 3.2. Also Rückseite sieht man hier schon mal gar keinen Typ-C-Stecker und mit Typ-A kann man keine 3.2-Geschwindigkeit erreichen. Vorne haben wir immerhin einen Typ-C-Header. Allerdings ist auch dieser nur mit Gen 2X1, also USB 3.1-Geschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde beschaltet. Das liegt daran, dass dieses Board wirklich den B760 in seiner Reinform bringt, also ohne irgendwelche Zusatzchips, die die Anzahl der Ports steigern. Insbesondere ohne einen USB-Hub. Wenn wir nochmal auf die Präsentation zurückgehen, dann seht ihr, dass die 60er PCHs allgemein nur 6 USB-Ports haben. Das heißt, wenn man 2 für 3.0 für den Header schon braucht und keinen Hub macht, dann hat man nur noch 4 Stück übrig. Und dann ist es durchaus die bessere Wahl, wenn man nur einen davon nach vorne legt, da also dann ein Typ-C-Header anbietet, dann hat man wenigstens noch 3 schnelle Ports für die Rückseite frei. Wobei jetzt in diesem Fall bei dem Board tatsächlich auch nur einer in 3.1-Geschwindigkeit und 2 in 3.0-Geschwindigkeit nach hinten ausgeführt werden. Also auch hier an den Redriver ein bisschen gespart. Ihr könnt ein schnelles externes Speichermedium anschließen. 2 Geräte, die etwas höhere Anforderungen haben an die Datenrate. Also ich glaube, einige Scanner nutzen zum Beispiel schon ganz gut USB 3.0 oder halt auch ältere Massenspeicherkameras, Smartphones, sowas könnte man darüber anschließen. Es sind genug Ports mit USB 3-Geschwindigkeit für die meisten Anwender vorhanden. Und vor allen Dingen habt ihr zusätzlich noch 4 und auch diesen einzelnen hier oben noch 2.0-Ports, wo ihr halt wirklich die langsamen Sachen wie Game Controller, Maustastatur und so weiter mit versorgen könnt, damit ihr die schnellen Ports blockieren. Aber alles, was darüber hinausgeht, müsstet ihr ein paar Euro mehr in Board investieren, das einen Onboard-USB-Hub mitbringt. In der B760-Oberklasse ist das vollkommen normal, dass ihr meistens einen 3.0 oder sogar einen 3.1-Hub drauf habt, der eben dafür sorgt, dass man insgesamt mehr Ports auf der Rückseite packen kann und dann vielleicht auch mal irgendwo ein USB 3.2 tatsächlich umsetzt. Was man in dem Fall hier auch noch am IOHOP sieht, sind WLAN-Anschlüsse. Die denkt ihr euch jetzt mal bitte weg, denn ich rede bewusst die ganze Zeit vom Gaming X DDR4. Was ich euch eigentlich zeige, aber ist das Gaming X DDR4 AX mit Onboard-WLAN. Das kostet natürlich normal 25 Euro mehr, aber die meisten Leute, die ein günstiges Board haben, würden eigentlich die Variante ohne WLAN bevorzugen. Die ist ansonsten komplett identisch aufgebaut. Deswegen bislang der Text zu einem 150 Euro Board, obwohl, was ihr eigentlich seht, eine 175 Euro Platine ist. Ja, wir gibt es natürlich auch als Variation. In der Preisklasse machen das sehr viele Hersteller, sodass sie ein Board sowohl mit als auch ohne Onboard WLAN anbieten. Eben einfach, weil es ein relativ zum Gesamtpreis schon ansehnlicher Aufpreis ist, wenn man es integrieren will. Das ist natürlich immer noch günstiger als eine extra WLAN-Karte zu kaufen. Aber ja, deswegen gibt es die Board halt in 2 Varianten und ich habe nur das AX da gehabt. Was man auch sieht, immerhin, man kriegt für den Preis noch vollwertige Audioanschlüsse. Das war gerade bei Gigabyte in der Zeit nicht selbstverständlich, dass man auch ein analoges Mehrkanalsystem anschließen kann oder halt auch mal zum Beispiel 2 Eingangsquellen zusätzlich zu einer Stereo-Ausgabe. Soundtechnisch steckt dahinter natürlich aber nur ein kleiner ALC897. Das muss man ganz ehrlich sagen, wer Oberklasse-Sound haben will, zu einem Preis, wo es früher wenigstens Mittelklasse-Sound gab, das klappt heute nicht mehr. Jetzt gibt es wirklich nur die Einsteiger-Chips für, ja, ganz selten kriegt man mal unter 200 Euro vielleicht nochmal einen ALC 1200, aber einen vollwertigen 1220 ist eigentlich schon, mir fällt schon kein Beispiel ein. Es gibt, glaube ich, Boards für 250 Euro, da findet man häufiger. Ebenso Abstriche machen muss man natürlich allgemein beim B760-Board, der bei der PCI Express-Ausstattung. Gigabyte hat sich auf den ersten Blick für ihr Standard-Layout mit dem Grafikkartenslot und 2 langen zusätzlichen Erweiterungsslots entschieden. Räumlich ist das natürlich löblich wie immer, denn ihr könnt hier eine dicke Quad-Slot-Grafikkarte einchecken. Also wenn ihr Geld an Bord gespart habt und es alles in die GPU steckt, kein Problem, ihr blockiert keine weiteren Erweiterungen. Wenn ihr aber tatsächlich hier unten noch was Schnelles einstecken wollt, werdet ihr schnell feststellen, der B760 hat die Ressourcen einfach nicht. Das heißt, das hier sind elektrisch beides nur X1-Slots. Gigabyte hat tatsächlich die Lanes in einen Sekundär- und einen Tertiären M2-Slot investiert, zusätzlich zu dem Primären, der von der CPU versorgt wird. Das heißt also, auf der Seite seid ihr hier schon relativ gut versorgt.
Und viele Gamer gehen ja auch eher in die Richtung, dass sie abgesehen vielleicht von einer X1 Soundkarte erstmal nichts nachrüsten wollen, aber sich halt die Option offen halten. Man hat eine primäre M2 in der Regel sowieso. Viele haben auch schon eine sekundäre, weil sie halt einfach ein altes Laufwerk noch rumliegen haben, das sie vor 3, 4, 5 Jahren angeschafft haben, das ihnen dann mittlerweile zu klein geworden ist. Und wenn man die jetzt beide einbaut, hat man schon ein ganz gut ausgestattetes System, aber man will sich natürlich die Option offen halten, in der Zukunft nochmal nachzurüsten. Das ist bei dieser Platine hier möglich. Und zwar bei allen drei Slots auch mit voller 4.0 X4 Geschwindigkeit. Ansonsten, wer lieber alte Laufwerke hat, habt ihr auch schon im Diagramm gesehen, 4x SATA ist mittlerweile zum neuen Standard geworden. Die High-End-Boards könnten zwar mehr Ports anbieten, machen das aber in aller Regel nicht, weil die High-End-User halt schon viel früher auf M2 gewechselt sind. Die Low-End-IO-Hubs oder die Mittelklasse-IO-Hubs bieten allen nur noch 4 Ports und nur sehr wenige Boards verbauen Zusatzcontroller zusätzlich, um mehr anzubieten. Auch einfach, weil natürlich die Zahl derjenigen User, die irgendwie mit 6 Festplatten oder so hantiert, doch relativ gering ist. Es gibt zwar einen Markt dafür, aber er ist aus der Sicht der meisten Hersteller zu klein, um extra Platinen anzubieten. Solche Leute sind also auch hier auf Zusatzcontroller angewiesen. Das war soweit die IO-Hub-spezifischen Details. Was ich noch kurz ansprechen möchte, weil ja da immer sehr viele Leute sich Gedanken machen, sind die Spannungswandler. Die sind natürlich bei einem 150-Euro-Board auch nicht ganz so teuer wie bei einem 500-Euro-Board. Allerdings muss ich wie immer sagen, meiner Meinung nach übertreiben es die Hersteller selbst in dieser Klasse fast noch ein bisschen. Also wenn ihr jetzt hier zählt, es sind für die Hauptkern sind es 8 Phasen drauf. Das ist lächerlich wenig im Vergleich zu dem, was andere Boards bieten. Vor 5, 6 Jahren wäre es mal High-End gewesen, aber heute ist es ungewöhnlich wenig. Und die sind auch jeweils nur mit 60 Ampere MOSFETs bestückt, beziehungsweise Power Stages, wo die High-End-Boards mittlerweile 120 Ampere sind. Also wir sind hier so irgendwo bei einem Viertel von dem, was manche andere Boards bieten. Aber wer jetzt mal 8x60 nimmt, der kommt immer noch bei 480 Ampere bei raus. Und wer das so mit den 1,25 Watt multipliziert, die so ein typischer Sockel 1700 High-End-Prozessor bei Stock-Settings braucht, dann sind das halt auch schon so 560 bis 600 Watt. Also mehr als das Doppelte von dem, was die CPU innerhalb ihrer Spezifikation überhaupt verbrauchen darf. Und sollte man Spannungswandler auch nicht voll ausreizen, denn die Sättigungsstromfluss kann natürlich die ganze Zeit anliegen, denn sie werden ja gepulst geschaltet, die sollen ja eine Spannung wandeln. Aber mit 50% Auslastung ist man schon im Bereich, der eigentlich noch relativ gesund ist. Und wie bereits gesagt, da es sich hier nicht um ein Z-Board handelt, könnt ihr ohnehin nicht übertragen. Das heißt, euer Potenzial fürs Leistungstuning ist sehr beschränkt. Ihr könnt euch das Powerlimit aufdrehen. Aber wenn ihr tatsächlich dann vielleicht noch ein bisschen Undervolting betreibt, weil die CPUs meistens von den Mainboard-Herstellern auch von Intel-Abwerk ja ein bisschen mehr Spannung gegeben haben, die man normalerweise nutzen könnte, um halt, ich sag mal, 200-300 MHz draufzupacken. Im All-Core-Bereich, im Turbo ist es weniger, ganz am äußersten Ende der Taktskala. Das geht hier alles nicht, also könnt ihr umgekehrt diese Sicherheitsreserven, wenn ihr tatsächlich händisch tunen wollt, natürlich für Stromsparen nutzen. Und dann solltet ihr eigentlich in einem Bereich von 250 bis 280 Watt tatsächlich an das Taktlimit des Prozessors stoßen. In Spielen sowieso, da werdet ihr eher unter 100 Watt unterwegs sein bei vielen Prozessoren. Vielleicht auch mal 150 Watt, wenn ihr jetzt 13900K oder so reinbaut, aber mehr kann man da ohne OC eigentlich eh nicht umsetzen. Mehr will man ja auch nicht in Wärme verwenden, man muss das ganze Ding auch noch kühlen. Von daher, ja, es werden sicherlich wieder einige Leute sagen, diese Spannungswandler sind ja lächerlich klein. Aber meiner Meinung nach sind sie für ein Board dieser Klasse vollkommen ausreichend, weil für extrem OC, es ist gesperrt, es geht nicht. Und für regulären Betrieb reicht das vollkommen aus. Das wäre im Prinzip auch mein Fazit für den B760 als Ganzes. Er reicht für den regulären Nutzer vollkommen aus. Er ist sogar schon einen Tick drüber. Also jetzt Leute, die halt sagen, ich habe nur eine M2 SSD, ein zweiter Slot zum Nachrüsten oder ein X4 für irgendwelche High-End-Controller, die ich vielleicht in 20 Jahren plötzlich mal brauche oder so, würde mir reichen. Wäre eigentlich ein kleineres Angebot noch interessanter. Und es gibt auch durchaus Leute, die in dieser Klasse oder halt knapp darunter sogar eigentlich gerne tuning-freundliche Boards haben möchten, aber bietet Intel halt nicht an. Seitens der Mainboard-Hersteller würde ich halt sagen, das hier ist eigentlich wirklich ein gutes Mittelklasse-Angebot. Und also ohne es getestet zu haben, aber von der Konzeption her ist es ein gutes Mittelklasse-Angebot. Und es war ja auch mal die 150-Euro-Preisklasse, wenn man sich zurückerinnert. Das waren so die günstigsten Z170-Modelle zu Skylake-Zeiten. Das waren die sehr beliebten, besser ausgestatteten B450-Modelle bei Ryzen 2000. Also da haben die Leute eigentlich immer sehr gerne gekauft. Und es ist schön, dass jetzt, nachdem die Mainboard-Preise sich etwas normalisiert haben, vierten Quartal 2022 war es ja richtig übel, dass es jetzt wieder
auch ATX-Angebote in diesem Bereich gibt. Wehmutstropfen ist natürlich, man kann keine ARM5-Prozessoren draufbauen, das ist ja jetzt gerade jetzt mit X3D sehr beliebt sind. Aber ja, das kann man Intel wirklich nicht vorwerfen, dass sie keine AMD-Kompatibilität haben.